Thomas, was machst du gerade? Ich bin gerade am Überprüfen einer neuen Funktionalität, die wir in unserem Demo-Portal haben. Und zwar geht es hier um Kreditkartenzahlung. Und besser zeige ich gerade, wie das aussieht. Wir haben in unserem Portal einen Bereich zur Demonstration von diesen Zahlungen gemacht, wo ich neu Zahlungen erfassen kann. Und ganz einfach, ich gebe hier einen Zahlungszweck ein, das heisst zum Beispiel Mittagessen. Ich bin hier go essen gewesen und will das von jemandem gezahlt bekommen. Darum erstelle ich hier eine entsprechende Zahlung erstellen und sehe in unserer einfachen Übersicht, dass jetzt hier eine Zahlung von einem Mittagessen ausstehend ist, weil es ist noch nicht bezahlt. Ich habe jetzt die Möglichkeit, durch unser Zahlsystem einen Link zu generieren und den tue ich jetzt auf. Das führt dazu, dass wir dann zum Zahlungsportal kommen, wo ich meine entsprechenden Zahlungsmittel sehe. Beispielsweise kann ich hier eine Visa-Kreditkarte auswählen und dann eine Demo-Kartennummer eingeben. Ich behalte jetzt mal, das bin ich als Karteninhaber. Das Verfallsdatum, wie man es kennt von Kreditkarten, plus auch den Sicherheitscode, den ich hier eingeben kann. Dann habe ich noch die Möglichkeit, eine E-Mail-Adresse einzugeben, wo dann eigentlich eine Quittung verschickt wird. Habe ich alle meine Zahlungsangaben eingegeben, kann ich ganz einfach die Rechnung zahlen und sehe dann eine Übersicht, dass die Zahlung ausgeführt worden ist. Dann gehe ich zurück in unser Demo-Portal, sehe jetzt hier in der Übersicht, dass die Zahlung, die ich vorher erstellt habe, das Mittagessen, jetzt inzwischen ein Höckerli hat, das heisst, sie ist gezahlt. Und ich sehe auch einen Zeitstempel, wenn die Zahlung eingegangen ist. Das heisst, es ist eigentlich quasi eine Minute nachdem, dass wir sie hinzugefügt haben, auch gezahlt worden, weil wir gerade direkt in die Zahlungsübersicht gesprungen sind. Wenn ich jetzt nochmal den Link auftue, was ja allenfalls ein Benutzer wird machen, wird man nicht nochmal aufgefordert, die Zahlung zu machen, sondern sieht, dass die Zahlung schon ausgeführt worden ist und die 25,80 Franken über Kreditkarte abgebucht worden sind.